Hallo Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Ultimate Gear. Heute schauen wir uns was komplett anderes an. Und zwar, ihr habt es gesehen, wir schauen uns eine Zuckerwattemaschine an. Krasser Scheiß, ne? Und zwar ist die von Getchi. Hat jetzt keine besondere Bewandtnis mit der Marke. Wir packen die mal aus. Wir haben hier erstmal so einen... das ist ein Faltblatt. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Dann... einen Messlöffel und hier Papierstrohhalme und dann mit Styropor die Maschine, die holen wir mal raus, wenn sie denn raus will. Okay, falsch rum. So rum. Hoppala. Aha, okay. Hier ein Kreiseldiffusor. Okay, jetzt hier der Maschine sein Standfuß. Okay, was haben wir? Zuckerwattemaschine. Es scheint dieses Heizverzwirbelungselement zu sein. Und dann hier der Überfangschutzrand. Nochmal ein Rand. Geht es hier ab? Jawohl. Das ist dann die Schüssel. Und hier die Maschine in Liebesapfelrot Metallic. Passt wahrscheinlich gut zu KitchenAid Kücheneinrichtungen. Das ist alles Kunststoff. Dann haben wir hier vorne einen Ein- und Ausschalter. Okay, und hier scheint so ein Heizelement zu sein. Das Kabel geht auf der rechten Seite raus. Leute, also zuallererst, wieso, weshalb, warum? Warum? Ich wollte eine Zuckerwattemaschine. Und die ist verdammt günstig. 42,50 hat sich gereimt. Gut, dachte ich mir, holst du dir, schaust du mal an. Da gibt's, man sieht meistens zwei verschiedene. Eine sieht aus wie so ein kleiner Wagen und die. Gut, also das ist das Faltblatt. Da ist nicht viel für uns, lediglich hier eine Seite. Die German, wichtige Sicherheitsmaßnahmen, Gebrauchsanweisung. Die ganze Familie wird sich an der Cotton Candy Maschine erfreuen. Bitte folgen Sie diese Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen. Sie können normalen granulierten Zucker, eine Vielzahl aromatisierter Zucker oder Ihre Lieblingszucker frei harte Süßigkeiten mit dieser Cotton Candy Maschine verwenden. Die Cotton Candy Maschine ist einfach zu bedienen. Folgen Sie einfach diesen simplen Anweisungen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es, bevor Sie beginnen, mindestens 3 bis 5 Minuten aufwärmen, bevor Sie die Zuckerwatte spinnen. Wir lassen die jetzt mal 3 Minuten aufheizen. Ich bereite hier schon mal so einen Stab vor. Und extrahiere den Extraktionslöffel, okay. Und dann nehme ich mal nicht ganz so viel. Ich will immer aufstehen. Gut, und das kommt jetzt hier in die Mitte. So. Ja, sogar was daneben gegangen. Gerät wieder einschalten. Und sobald sich ein Netz spinnt, wir haben aufgeheizt. Oh, jetzt, da kommt was. Oh, oh. Oh, oh. Leute, oh, oh. Okay. Eieieiei. Okay. Oh, oh. Oh, jetzt geht's ab. Ich mache dann mal Stopp, weil ich glaube, so viel. Okay, man sieht das nicht, weil es zu hell ist. Also man kriegt da aus einem so einem Löffel gar nicht mal so arg viel raus. Ich probiere das jetzt mal. Aber es ist ja ruckzuck weg.
Muss man einfach nochmal machen. Okay, Leute, ehrlich, für Kindergeburtstag ist es wahrscheinlich der Shit. Okidoki. Gut, Leute, so haben wir Spinnenweben gemacht. Es wär, wenn es bunt wäre, dann würde man das jetzt besser sehen. Ich finde, es ist ganz witzig. Die Mengen sind recht bescheiden, die man rauskriegt. Das macht es natürlich auch in Anführungszeichen gesünder. Ich spiele damit noch ein bisschen rum. Ich denke mal, dafür, dass man also halt entweder das oder ein Gastrogerät. Gastrogerät kostet über 200 Euro oder noch viel mehr, keine Ahnung, nicht geschaut. Ist so für 1, 2, 3 Geburtstagsspäße gut. Es steht dann eh an der gleichen Stelle, wo das Waffeleisen steht, wo der Sandwichmaker steht und die Crepe-Pfanne oder der Crepe-Zubereiter. Da, wo das ganze Zeug ist. Ich denke mal, für einen knapp Fuffi ist es okay. Man muss halt noch so Stäbchen besorgen und so weiter. Ja. Von mir hat es ein okay. Gut, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder dabei seid, wenn wir uns hier zu Parodontose, Zahnsteinprophylaxe oder zur professionellen Zahnreinigung wieder treffen. Lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!